jetzt noch warm machen für den Lost Place. Ich komme hier nicht runter. Alter, bin ich auf Shape, ey. Wow. Boah, hallo Freunde, bis auf Shape. On Shape. Ja, mega, Freunde, wir sind hier. Ich habe die Sonnenbrille noch auf. Alter, ey, aber sowas von cool mit Sonnenbrille. Und habt ihr gesehen, wie ihr drüber geklettert? Alter. Ja gut, mit 28 Jahren muss man das auch machen, ne? Schönen Tag, gibt's hier was zu trinken? Ja, im Angebot. Ah, okay. Und so ein kleines Büllchen nehme ich auch noch dabei. Ja, mega, ne? Das ist ein Freibad. Aber geil. Wir haben uns schon überlegt, wir wollen hier eine Overnight machen. Ja. Vielleicht ziehen wir das auch durch. Müssen wir mal gucken. Der Benni muss jetzt erstmal den JT reparieren, weil der ist heillos, ne? Muss der repariert werden. Und dann fahren wir hier hin in wilder Zukunft und machen hier eine Overnight. Hier so ein bisschen an, hier so schön was kochen und so, hier in der offenen Bar. Schreibt mal in die Kommentare, wenn das Video jetzt hier, ne, wenn das mindestens 1000 Klicks kriegt, 1000 Likes, Daumen nach oben, machen wir hier Overnight. Im Swimmingpool hier. Ist kein Witz, machen wir. Dann kochen wir hier was Schönes. Aber jetzt, Freunde, guckt euch das mal an. Das Schwimmbad, das muss so aus. Ey, diese Bauart, wir haben da gerade Umkleidekabinen gesehen, ne? Boah, so kleine Sandmännchen, so mit Mützen, so ganz kleine und so. Das ist alles hier so ganz klein. Aber mega. Alter. Ach, hier war der Kioskbereich. Guck mal, hier sind überall die Rouladen. Hier konntest du dann hier deine Pommes und dein Eis kaufen. Hier ist noch so eine. Ach, hier kommen wir tatsächlich rein. Ey. Krass. Guck mal hier. Hm? Ich weiß nicht, ob die Sachen jetzt von hier noch alle sind oder ob die hier schon. Aber ich denke schon. Warte, Freunde, ich muss mal Licht rausholen. Ich glaube, da hinten noch eine Speisekarte. Kaffee 2 Mark. D-Mark. Da stehen D-Mark-Preise dran. 3,80 Mark. Krass. Ach, hier sind irgendwelche Papiere. Ach, hier war die Pommesstation. Das ist hier. Wurden die Pommes gemacht. Apfelsauer aus Edelstahl ist noch drin, ne? Krass. 6.7.98. Bestimmt vielleicht auch noch Kühlhäuser hier oder so. Aber ja, ist alles natürlich ein bisschen durch, ne? Aber das bleibt ja nie aus. Das ist jetzt schon so alt ist hier. Aber da vergeht das Fensterchen hier. Da konntest du ja duschen, Süße. Ach, hier sind direkt die nächsten. Aber was sind das jetzt hier für Häuskes? Ach, hier war vielleicht für den Bademeister oder mehr. Für den Betreiber von dem Kiosk vielleicht oder so. Also ist so mit Gardinchen auch mal da dran. Wie ist denn hier? Ja, der Müll, der ist glaube ich nicht von hier. Ach, hier waren die Toilettenanlagen. Aber auch alles, ich schätze mal so 60er Jahre, 70er Jahre vielleicht, dass das gebaut worden ist. Jetzt geht mal hier in den Poolbereich hier, müssen wir mal gucken, Freunde. Boah, das ist so zugewachsen, Jahrzehnte zugewachsen, ne? Da müssen wir, glaube ich, nach oben, ne? Oh, yo. Alter, wieso kletterst du nicht oben drüber? Du bist ja nicht ein Vogel, ey. Muss ich da durchzwängen, verstehst du? Alter, kannst mit einem Schwung da, ehrlich. Mann. Ach, hier ist alles so Liegewiese. Ach, guck mal hier. Guck mal, so, das ist so richtig hier so Natur. Ach, da unten, da. Da ist der große Bassing. Das ist alles in den Berg hier so reingebaut. Das ist ja schön. Da unten ist auch noch ein Becken. Vielleicht kann man das von hier oben besser sehen. Alter, guck mal.
Ey! Wow, guck dir das an. Wow, jetzt krieg ich langsam schon wieder Angst. Freunde, hier, da geht hier aber richtig runter. Guck mal, wie schön. Da hinten Becken, da. Eidedaus. Ich setz mich hier hin, dann kann nichts passieren. Alter. Boah. Hier ist eine Hitze, ne? Boah. Da oben ist die Sonne, falls ihr sie sehen könnt. Die knallt mit 700 Grad. Okay, Freunde, wir müssen jetzt gleich da runter. Ich muss jetzt erstmal wieder da hoch. Hab ich bald geschafft. Am Abgrund. Alter. Boah, der knorrige Ast rettet mir das Leben, ey. Alter Schwede. Alter. Da sind die Berge in Andorra nix dagegen, ey. Boah, ich hab geschafft. So schnell weg hier. Jetzt haben wir den Weg nach unten gefunden. Aber jetzt mal ganz im Ernst, jetzt zeige ich euch, wo wir gerade oben gewesen sind. Das ist schon hoch, also da oben, da ganz oben. Ist schon krass. Boah, Alter, das muss aber auch schon wieder seine besten Jahre vor 20 Jahren gehabt haben, ne? Wie das hier zugewachert ist. Da hoch oben, da waren wir. Ja genau, hier bist du durchgelaufen, um die Füße sauber zu machen, ne? Meistens war hier auch immer noch so eine Dusche. Der Baum, wie lange der schon wächst. Das ist so eine Betonwanne mit blauer Folie dann ausgelegt. Und dann konntest du, ach guck mal, hier sind so, ist das Wasser dann so reingelaufen. Krass. Muss doch bestimmt irgendwo auch so eine Leiter sein. Auch hier die Birke hier. Alter, das wächst ja nicht von heute auf morgen, ne? Liegt denn da drin? Ach, so eine Massageliege. Oh, hier musst du aufpassen. Hier sind auch wieder so Stolperfallen. Da ist sonst ein Massagetisch oder sowas. Upsala, aha, siehst du hier? Da läufst du hier her, stolperst hier drüber. Ach, hier war das Ding nach unten zum Runtergehen. Die Leiter. Die haben sie abgeflext, damit du da nicht reinkommst. Weil wenn du da drin bist, kommst du immer raus. Hier musst du aufpassen. Stolperst du, machst du der Adler, ey. Krass. Oh, das ist hier, wie das durch die Bäume, durch das alles so wegplatzt. Ah, ich wäre schon gerne da unten drin gewesen jetzt so. Da unten die Overnight. Zwischen den Büsche. Kann da schön was grillen. Ja gut, muss man so eine Ausziehleiter mitnehmen. Dann kann man da rein, da unten so schön fertig machen. Ganz im Ernst. Also, was meint ihr? 1000 Daumen und dann die Overnight, schön, wir nehmen Leiter mit, zack, klettern da runter und dann da unten, da so, wo der Gebüsch ist, wäre mal eine, oh, siehst du hier auch wieder. Aber sowas ist doch gefährlicher, als diese Leiter da wegzumachen. Ey, du läufst hierher, nichts ahnt, zack, pau. Bist du drin? Ey. Ach, hier ist der Studienrat, der hat hier gewohnt. Krass, ja gut, hier ist jetzt auch nichts mehr. Und hier wird es immer, na gut, hier gehen wir, na gut, da kann man, da hinten ist das Becken da dann zu Ende. Na gut, hier geht es auch so, 2,5 Meter geht das auch runter. Da hinten ist bestimmt so 5 Meter tief oder so, glaube ich. Bestimmt. Puh, Freunde, jetzt gucken wir hier nochmal. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Trampelweg. Wieder war, da war das Spring- und Sprungbecken, hier war bestimmt dann das Kinderbecken. Was ist, sie haben so vorsichtshalber schon mal so eine Stange rausgemacht, damit wir besser drüber kommen. Krass, geil. Besser. Aber das ist keine Folie, das ist hier beschichtet, ja. Das ist
Stein angestrichen. Mhm. Darum, normalerweise in großen Becken werden ja auch beschichtet. Ja. Aber wie schön, wenn ihr hier jetzt wisst, boah, jetzt hier so im Wasser, so schön mit der Luftmatratze, links der Cocktail, rechts die Currywurst, alles, das blaue Windchen hier so schön, da drehst du dich hier da, guckst in die Berge. Boah. Echt schal rum. Ja. Warte, hier sind Wölfe. Klingt schon merkwürdig. Das sind Wölfe. Das klingt auch zugleich, damit es unterschiedliche Hunderassen wären. Ja. Wölfe. Alter! Was ist denn hier passiert, sag mal? Ja, auf jeden Fall sind da noch andere. Aber die sind jetzt so schnell still geworden. Und wir gehen mal hier wieder zurück. Waren ziemlich nah. Naja. Hier war mal ein breiter Weg. Der war mal, weiß ich nicht, 4 Meter breit. Ey. Ich könnte schon wieder. Ey. Die haben uns aber null bemerkt. Die haben uns auch nicht gehört, weil wir waren da gerade da lauter. Aber naja. Ach, guck mal, hier noch so eine alte Coca-Cola-Reklame. Kannst du sehen, da ist Coca-Cola drauf. Und hier, Freunde. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier kann man durchgehen. Ach, hier waren bestimmt auch, hier waren bestimmt so Umkleidekabinen drin. Kann ich mir, oder? Ach doch, guck mal hier, ja, hier konntest du, hier konntest du bestimmt so Sachen aufhängen. Guck mal. Nur mal, hier konntest du mit Sicherheit so Sachen aufhängen. Die kannst du alle bewegen. Dass du hier so Kleiderbügel hattest für deine Anziehsachen. Und hier hast du dich umgezogen für Schwimmen gehen. Boah. Guck mal, kleine Türchen, ey. Die sind so winzig klein. Ja, weiß man nicht, was hier war. Ne? Tischtennisplatte. Vielleicht war hier tatsächlich irgendwie so ein Aufenthaltsfreizeitraum oder so. Beachvolleyballtour 2000. Und hier waren alles so einzelne kleine Türchen, als wenn hier auch alles so einzelne kleine Umkleidekabinchen gewesen wären. Hier bist du reingegangen durch das kleine schmale Türchen hier, guck mal. Überall so kleine Türchen hier. Dann hast du dich bestimmt hier umgezogen. Zup, zup, zup. Und dann warst du hier drin. Naja. Hä, guck mal hier. Hier waren, guck mal, das haben sie zugemauert. Das waren mit Sicherheit alles kleine Umkleidekabinen hier. Und das war nur die Türe für hier rein. Da hier, guck mal, nach, so ein uraltes Hexkenne hier. 100 Pro. Ja, ja. Ist hier. Da mit so einem Bänkskinner drin, konntest du dich hier umziehen.
Zack, Pau, konntest sie abschließen, hast du jede große, dicke Schlüssel gehabt. Ist ja geil. So, Freunde, wir müssen jetzt nochmal da unten runter gucken, oder? Was meinst du? Weil die Frau und der Mann sind von da gekommen. Die Frau hat ein leichtes Sommerkleid. Die ist nämlich dem Sommerkleid über den Zaun gesprungen. Alter. Niemals. Jetzt guck dir an, was hier für Bäume rausgewachsen sind. Ei, der Daus, ey. Also ich schätze mal auf locker 25 Jahre. Das ist, oh ja. Ach, das ist da, da geht es weiter. Aber ganz locker 25 auf. Wie schön das von hier aus aussieht, ey. Ach, Freunde. Mega. Und wie groß. Das hatte eine ordentliche, richtige Größe, ey. Boah, guck dir das an. Ist das ein geiler Anblick hier? Und dann steht hier da, nur für Schwimmer. Außer 50. Ist das geil. Jetzt sind wir hier. Hier war bestimmt alles Liegewiese. Hundertprozentig war hier alles Liegewiese. Guck mal. Hier geht noch ein Weg nach oben. Und hier ist noch ein Trampelpfad. Ach, da steht noch ein Haus. Guck mal da. Das könnte so ein Wasserpumpenhaus sein oder sowas, ne? Ah, das hat bestimmt entweder was mit Strom oder Wasser zu tun. Ah, jo, das kann... Jo, dass das hier zugehörte. Ja, das ist ein Pool. Jo! Krass, Scheiße. Ja, na klar, sicher. Po! Dann hast du hier so einen richtig großen Volleyballplatz gehabt. Und wer weiß, war da drin gewesen. Guck mal, sind da oben so Reetdach, so kleine Gauben, so Fensterchen da oben drin? Sind das die Gauben, ja? Ja, ne? Oh, da müssen wir gucken, ob wir da reinkommen, was das wieder ist. Siehst du hier, Freunde? Hier war dann der richtige Haupteingang. Hier war das Kassenhäuschen, oder hier ist das Kassenhäuschen. Boah. Ja. Konntest du hier. Dann kamen die Leute hier rein. Ja. Ja, gut, hier ist noch ein kleines Fensterchen. Aber jetzt überlegt euch mal. Hier stinkt das komisch drin. Verschwaben? Ja, das kann auch sein. Gesprüht oder sowas. Überlegt euch mal, Freunde, wie groß dieses Areal ist. Aber hier ist trotzdem, ich habe gedacht, hier wäre offen, dass die Leute von hier aus reinkommen. Wo sind die Leute reingekommen? Hätten sie eigentlich einfach fragen können. Dann bist du hier reingekommen, warst direkt an dem Volleyballfeld und dann hast du hier alles Liegewiese gehabt, noch und nöcher. Da ist noch irgendwie so eine Stange, steht da noch. Tja. Und die Sonne ist immer noch gnadenlos zu uns. Ja, so ist das Urwex-Leben. Wie früher bei den Indianern. Bei Winnetou. Wobei ich der geschmeidige Winnetou bin und Benny ist der Old Shatterhand. Winnetou hatte die Silberbüchse, ne? Das Gewehr. Ja, genau. Und Old Shatterhand hatte aber auch ein Gewehr, das hatte auch einen Namen. Aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ach, guck mal da, da sind Fenster. Ja, jetzt gucken wir mal, wartet. Ach nee, das sind keine Gauben, das sind einfach so gewellte. Oh, die Gauben sieht so aus. Ja, das sieht schon cool aus. Und hier ist der Eingang. Das ist ein Fenster. Das ist meine Hand. Das ist der Daumen da, ne? Also, das heißt, von hier bis hier vielleicht, ich schätze mal 30 cm. Und da geht's dann rein. Wow. Ja. Wow.
Ja, das Ding, das ist wirklich schmal, Freunde, das ist kein Scherz hier. Also mal müssen wir da gleich auch wieder raus. Das ist ein Problem. Alter. Ja, logisch. Ja gut, du bist die Hälfte von mir, ne? Und Benni kann da so ganz durch. Ja, heißer Hose, ey. Unverschämtheit. Halt. Deswegen gehe ich nicht mehr auf Tour. Du lässt mich völlig schlecht dastehen. Oh, nee. Oh, guck mal hier, da direkt hier so. Ich mag ja diese alten Möbelkes hier, ne? Das ist auch wieder so ein Oma-Stückchen hier, so ein Sessel. Hier wurde das komplette Wasser aufbereitet. Hier ist noch so ein Kabelski. Alter. Guck mal, haben sie so Zwischenstücke. Hier haben sie rausgenommen. Warum, weiß man natürlich nicht. Guck mal. Also in gute 8 Meter hoch bestimmt. 6, 7 Meter sind die bestimmt hoch. Und hier die Rohre haben sie rausgenommen. Das sind diese Zwischenstücke hier. Ach, hier war dann auch noch so eine. Hier war der ganze Strom drin und hier so ein, weiß ich nicht, so ein Notstromaggregat. Das könnte tatsächlich irgendwie so ein Notstromaggregat gewesen sein. Ha? Guck mal hier, ich weiß nicht, war da ein Auspuff dran? Da ist ein Auspuff dran, Freunde. Da. Ach, guck mal hier, das war so ganz alte Schlüsselkiste hier. Guck mal hier, da. Uralte Schlüsselchen, ey. Boah. Puff, die Power. Wow. Wie viel? In einen Behälter, ey. Boah. 20, 40, 60, 80.000. Da um die Ecke steht noch einer. Und hier waren wahrscheinlich dann irgendwelche so was für, ja, ich weiß es nicht. Ich will auch nicht wieder so viel dummes Zeug erzählen, aber irgendwas ist hier gewesen. Die Pumpen, die das Wasser dann wieder nach, ach guck mal da oben ist bestimmt so ein Druckbehälter, so Ausgleichsbehälter oder was, ne? Oder? Ich weiß nicht. Hammer. Krass. Ich weiß, warum die das hier alles so zugeschweißt haben und zugemacht haben. Wegen dem Metall hier. Wenn die Metallliebe das wissen hier, was hier alles drin liegt, ne? Ja gut, den kriegen. Ach guck mal, da sind größere Fenster, vielleicht kommt man da besser raus. Da. Ja, er ja, geht ja nicht anders. Als sie die mit dem Kran. Ja. Guck mal, da ist da oben, die ist gar nicht dicht, die Decke. Hier. Sieht so aus, als wenn er dafür gemacht ist. Komisch. So, Freunde, jetzt hier, ne? Ich halte meine Hand geschmeidig hier aus dem Riesenfenster raus. Der Benni war vorhin da um die Ecke da vorne, hat hier geguckt und gesagt, nee, hier ist kein Eingang mehr. Tür ist zu. Kommst du nirgendwo rein? Ja, das ist der kleine Fenster, den habt ihr gesehen, ne? Wie Chingachgook, der letzte Mohikaner bin ich da durch. Guck mal hier. Hier bist du, das Fenster, das ist, hier kann ich quer durchspringen gleich, ne? Wie so eine Pekingente, wirst du sehen, pass mal auf. Und guck mal hier, das ist, weiß ich nicht, noch nicht mal einen halben Meter vom Boden entfernt. Verstehst du? Ein Schritt bis hier drin. Danke, Benni. Vielen Dank. Alter, ey. Ist das denn die Möglichkeit? Warte, wir tun so, als wenn das 3 Meter tief wäre. Ja.
Puh. Alter Schäde. Da sagt er nee. Ja gut, man konnte das von da aus nicht sehen, ne? Sag doch mal ja, versteht ihr? Am Nicken. Nee, aber. Ist schon krass. Puh. Mit den letzten Sonnenstrahlen in 3 Stunden verabschieden wir uns jetzt hier aus den Dornen, aus den Brennnesseln, aus den schmalen Gefilzen hier. Alter. Boah. Also wir haben keinen anderen Ausgang gefunden. Wir müssen tatsächlich wieder da drüber klettern. Und ich hoffe, dieses schöne Schwimmbad hat euch gefallen, genauso wie uns. Das war genauso erfrischend für euch wie für uns. Bleibt sauber, gerade und gesund. Die machen da Picknick da oben. Jetzt frage ich die aber, wie die hier reingekommen sind. Oh ja, haben wir auch irgendwie was. Meine, wir sind durch, ne? 3-mal durchgeschwitzt, 4-mal das T-Shirt gewechselt heute. Puh. Okidoki, Freunde. Diese letzten Bilder hier von der Trinkhalle, von Lütchen. Vielleicht sehen wir uns draußen nochmal, ich weiß es nicht. Aber spätestens im nächsten Video. Haut rein.